Wahnsinn. Ja, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für so eine Weinreise, Stefan. Mhm. Die Winzer haben Zeit, der neue Wein ist schon auf der Flasche und sind kaum Touristen unterwegs. Anders als im Herbst. Und in den südlicheren Anbaugebieten gibt es schon einen Vorgeschmack auf den Sommer. Also Herbert, wo soll's denn bitte heute hingehen? Ah ja, die Toskana natürlich, nicht so weit weg. Da wachsen Rotweine mit frische, definierter Säure. Und kulinarisch weißt du ja eh. Pecorino-Käse, Olivenöl, Wildschwein. Oh, hör auf, hört sich verlockend an. Heute zeigen wir einer in der Freizeit, wie lässig man auf einem Weingut übernachtet. Dass man in einer Autowerkstatt großartig essen kann und sie erfahren, dass toskanischer Rotwein durchaus Deutsch spricht. Der großartige Louis Prima. Buonasera, Signorina. Unser BR-Weinexperte und Sommelier Herbert Stiegelmeier ist heute bei uns zu Gast mit Weinen aus der Toskana, Herbert. Ah ja, genau. Die Rotweine von dort sind nicht so dick wie manch andere aus dem Süden, weil die Toskana genau auf der Grenze hockt zwischen Hot und Cool Climate. Da hat es kühle Nächte, warme Tage und das gibt den Weinen Frische. Und jetzt machen wir Tour von Norden nach Süden in Sachen Wein. Drei Weingüter hätte ich da mitgebracht. Schön. Eine Weinreise im Frühling. Ja klar, da darf man ja keine Zeit verlieren, da muss man flexibel sein. Deshalb bin ich über den Brenner immer nach Süden gefahren bis kurz nach Florenz. Schafft man in 6,5 Stunden ab München. Vor über 20 Jahren bin ich zum ersten Mal nach San Cacciano gefahren und habe den Alyosha Gelbke kennengelernt und seine Weine von Corzano e Paterno. Die Zufahrt dahin, kannst du dir nicht vorstellen, ist ein bisschen ruckelig. Was? Da ist kein Asphalt da musst du einmal einen Rückwärtsgang nehmen. Aha, umdrehen. 3 Kilometer Feldweg. Aber damals war ich froh, dass ich einen guten Stoßdämpfer gehabt habe, weil ich habe natürlich was mitgenommen, aber der Chianti, da träumst du davon. Bayern 1 am Nachmittag, diese Woche mit Stefan Lehmann. Officio. Posso essere d'aiuto? Alyosha. Das bin ich. Sie sprechen Deutsch? Ja, genau. Okay, Alyosha. Ich habe gehört, dass. Darf ich du sagen? Ja, klar. Dass es bei dir einen guten Wein gibt. Deswegen bin ich jetzt von München hergefahren. Extra von München? Wow, ja. Das ist ein langer Weg. Ich muss schnell in Weinberg, dann komm einfach mit, dann können wir uns einen Moment unterhalten. Ist das okay? Das ist wunderbar. Nein. Ja, so machen wir es. Kommen wir gleich. Gut. Also, Chianti. Kennt man ja diese dicken Korbflaschen, oder? Und die, ich mein, die Chianti, ja, die Traube halt, das ist das, was ihr letztendlich anbaut. Ja, Max, ich glaube, da müssen wir unterscheiden. Chianti ist ein Anbaugebiet. Ein Anbaugebiet, was geografisch begrenzt ist und sich vor allem zwischen Florenz und Siena befindet. Ach, das ist nicht die Traube? Nein, die Traube von diesem Anbaugebiet ist hauptsächlich Sangiovese. Sangiovese-Traube? Das ist eine Sorte, die geht nicht gern auf Reisen. Man hat es versucht in Kalifornien, in Australien, man hat es in vielen Orten versucht, aber die Resultate sind nicht besonders gut. Hingegen in der zentralen Toskana, das ist eigentlich ihr Heim, und noch ein bisschen die nördliche Romagna, dort kommt die Sorte eigentlich wirklich gut zum Ausdruck. Das macht sie auch besonders, das macht sie eigentlich auch einmalig. Es ist eine schwierige Sorte. Es ist eigentlich auch eine Sorte, die am schönsten zum Ausdruck kommt, dann, wenn sie Mühe hat, reif zu werden. Wenn es so langsam sich in den Herbst, in den Oktober hineinzieht. Man muss mit ihr leiden, damit sie wirklich reif wird. Und dann kriegen wir diese aromatisch sehr vielschichtige, filigrane Weine. Chianti war jetzt nicht unbedingt immer so der Knaller früher. Also wenn man den mal so am Campingplatz schnell an Chianti noch, war auch nicht so teuer. Der Chianti-Wein hatte eine sehr schwierige Zeit. In den 60er, 70er Jahren. Der Landbesitz in dieser Region
hatten Adelsfamilien aus Florenz. Die Bauern haben gearbeitet für die Adeligen? Die haben ein Podere bekommen, das war ein Bauernhaus mit 20 bis 40 Hektar Land drumherum. Das haben sie bewirtschaftet und mussten die Hälfte des Ertrages, ob das Wein, Olivenöl, ihre Tiere, die Hälfte müssten sie abgeben. Aha. Und was hat das hervorgebracht? Dass natürlich bei der Selektion vom Sangiovese, bei der Vermehrung von Sangiovese, haben sie natürlich immer diese Pflanzen vermehrt, die viel produzieren. Die mussten ihre Kinder, ihre Familie ernähren. Also hat man über viele Generationen Sangiovese vermehrt, immer mit dem Ziel mehr. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Halbpacht im Mezzadria verboten. Die Besitzerfamilien mussten Landwirtschaft lernen. Da war das Desaster natürlich vorprogrammiert. Bist du jetzt der Adel gewesen oder der Landwirt? Weder noch. Mein Onkel hat Corzane Paterno Anfang 70er Jahren erworben. Wendelin Gelbke entdeckt im Jahr 1972 die Fattoria Corzano und kauft sie. Das Anwesen Paterno kommt später hinzu. Wendelins Idee? Eine Landwirtschaft mit Tieren, in der nicht nur Wein angebaut werden soll. Es ist harte Arbeit, anfangs sogar noch mit Ochsenfuhrwerk. Doch für die Kinder von Wendelin ist es auch ein kleines Paradies. Als Aljoscha 12 Jahre alt ist, zieht der Schweizer mit seiner Familie zu Onkel Wendelin in die Toskana. 1973 werden auch die ersten Milchschafe angeschafft. Aljoscha will Fotograf werden, die Welt entdecken. Doch die Natur in Corzano e Paterno lässt ihn nicht los. Er entscheidet sich für ein Leben als Winzer. Seine Frau Antonia verliebt sich schon mit 16 in ihn. 230 Hektar bewirtschaftet die Familie Gelbke-Goldschmidt gemeinsam auf Corzano e Paterno. Und die dritte Generation ist schon in den Startlöchern. Wir haben natürlich sehr viel über Rebbau gelernt und auch wo Sangiovese, in welchen Lagen, in welchen Terroirs am besten zum Ausdruck kommt. Also ist eigentlich der Aufstieg dieser Traubensorte wieder voll da. Das dünne, saure, untrinkbare, was du in Erinnerung hast aus der Korbflasche, das haben wir zum Glück hinter uns. Okay, gut. Balla, balla signorina nella notte, nella caravana che è passata. C'erano tante colline rotte dalle botte della vita. Scappa via da questa gente consumata, dalla gabbia della madre e la puttana. C'è una porta per tornare ancora indietro, piccolina. Wir sind eigentlich seit immer ein Familienbetrieb. Aha. Wir sind 6 Mitglieder der Familie, den Corzane Paterno gehört, und auch viele der Familie sind tätig auf dem Hof. Wir sind ja ein Biolandwirtschaftsbetrieb. Genau, Corzane Paterno ist nicht nur Wein. Das ist ja arbeitsintensiv. Ja, sehr. Wir sind auf eine große Gruppe. Okay. Max, komm rein. Schauen wir mal, wo die Arianna ist. Die Arianna. Die brauchen wir nämlich. Das ist unsere Kellermeisterin. Hier ist sie nicht, dann wird sie hinten bei den Fässern sein. Jana, da ist sie. Da ist sie. Ciao, Ari. Arianna, meine Cousine. Hallo. Buongiorno. Sie ist verantwortlich für diese tollen Schätze, die wir hier in den Fässern haben. Wie viel Liter Wein habt ihr? Also kann allein man das sagen? Gutes Jahrgang zwischen 80.000 und 90.000 Flaschen Wein machen wir. Das ist viel, oder? 80.000, 90.000 Flaschen? Das ist mittelgroß für die Region. Wir kaufen nicht zu. Unsere Weine sind 100% aus selbst angebauten Trauben. Darum haben wir halt Jahrgangsschwankungen. Nur weil man zur Familie gehört und weil man sozusagen einen Teil des Unternehmens besitzt, muss man ja nicht unbedingt Wein mögen. Wenn man hier geboren ist, man gefällt nicht den Bauernarbeit. Man will weg, man will in die Stadt gehen. Ah. Also bin ich weggegangen und dann, wenn ich 18 Jahre alt war, ich studierte Theater, aber dann, es fehlt mich etwas mit die Hand zu machen. Also ich bin zurückgekommen und dann habe ich angefangen, ein bisschen Aljoscha zu helfen und dann habe ich gesehen, wie groß der Weinwelt war und wie
schön Wein zu machen ist. Also wenn ich 18 Jahre alt war, habe ich mich entschieden, Önologie zu studieren und ich habe das in Florenz gemacht. Man lernt beim Arbeiten Winzer zu sein. Also, aber die große Stadt war für dich dann? Ich wollte nie wissen, wo eine große Stadt. Ich wollte in die Natur sein. Ich wollte hier sein. Oh, ich wollte auf diesen Betrieb, weil hier dieses Land hat etwas, die Leute einfach nimmt und lässt nicht weg. Und das ist gut und schlecht, weil man kann nicht mehr weggehen. Es ist einfach, man muss hier bleiben. Meine erste Ernte war 2005. Das war im neuen Keller. Das im war neuen das erste Jahrgang im neuen Keller. Er hat den neuen Keller für mich gebaut. Ah, ist ja super. Die macht das sehr gut und sehr gewissenhaft. Ich probiere es. In der Theorie kann man ja viel über Wein sprechen, gell? Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir mal eine Nase reinhalten. Nicht nur Sie die Nase, dass wir auch mal die Nase reinhalten. Was sagt man? Schöne Arbeit. Buon lavoro. Buon lavoro. Buon lavoro. Grazie per la sua visita. Ja, danke, danke. Ciao, a dopo. Ciao. 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 Grazie. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine. Serra di Corzano ist der Wein, von dem wir auch die größte Anzahl Flaschen machen. Das ist eigentlich unser wichtigster Rotwein. Serra di Corzano ist eine Cuvée aus Sangiovese und ein klein wenig Canaiolo. Canaiolo ist eine lokale Sorte, eine interessante Sorte. Sie bringt dem Wein nie Struktur und Gewicht, aber es ist eine Sorte mit einer ganz faszinierenden Aromatik. Sehr pfeffrig, würzig. Salute. Da hat sich ja ein bisschen was verändert zu dem Campingplatz Wein. Ein bisschen was haben wir dazugelernt. Ja, Saprolot. Wo kommt der Kas her? Das ist ein Pecorino, 100% Schafmilch. Ah, ihr habt also Schafe selber quasi. Wie viele Schafe sind das? Das sind ca. 350. Gesamt haben wir etwa 700. 700? Verteilt auf verschiedene Weiden. Hervorragend. Und Kasmacher, das lernt man einfach so oder ist halt so, weil man jetzt Kasmacher möchte? Keiner hat eine Ahnung, wie mit den Tieren umgehen, aber das haben wir gelernt. 1992 nimmt sich Antonia, die Frau von Aljoscha, des Käses an und produziert seitdem in kleinem Team fast täglich frischen Schafskäse. Dabei hat die gebürtige Venezianerin das Käsemachen nie professionell gelernt. Und dennoch sind ihre Sorten weit über die Grenzen von Florenz hinaus bekannt. Und das ist eigentlich eine Erfindung von Toni. Der Käse heißt Rocco, benannt nach unserem jüngsten Sohn. Heute produzieren wir 12, 13 verschiedene Sorten, vom Blauschimmel über den Rocco. Der ist ja sensationell, der ist ja ganz mild, cremig. Und überhaupt nicht scharfig. Na, überhaupt gar nicht. Sehr viel Finessen. Ihr seid euch sicher, dass das Schafe sind? Sie machen alle bäh. Also, ich glaube schon. Und haben vier Beine. Und zum Schluss haben wir noch das Olivenöl aus eigener Produktion probiert. Was Besonderes. Allerdings natürlich extra vergine. Ich mag ja das Bittere ein bisschen, das mag ich auch. Und die Schärfe. Die Schärfe kommt dann zuletzt. Schärfe genau. Ist auch da, ja. Leichte Bitterkeit und im Abgang eine schöne Schärfe sind Qualitätsmerkmale bei einem Olivenöl. Trebori ist ein hundertprozentiger Sangiovese. Der Trebori, das ist ein dichterer Wein. Eine klassische Chianti Reserva mit ein paar Umdrehungen mehr, weißt du schon. Kann man getrost verkosten, aber dann sollst du beim Aljoscha übernachten. Der hat drei alte renovierte Winzerhäuser. Die kannst du auch komplett mieten oder als Zimmer 75 Euro pro Nacht. Ach, das klingt einmal richtig verlockend. Ja, genauso wie das nächste Weingut. Il Carnaciale heißt es. Da hat es einzigartige Rotweine. Die dürfen nur auf dem Weingut in der Toskana wachsen. Gibt's nirgendwo sonst in der Welt. Ich weiß ja, was ich morgen mache. Ich darf's dir nicht entgehen lassen, glaube ich. Gut. Ja, und am nächsten Morgen bin ich dann Aufbrucher zum zweiten Weingut, in den Südosten der Toskana.
Hier, sagt der Stiegelmeier, soll ich auf den letzten Hügeln des Chianti oberhalb von Mercatale Valdarno ein außergewöhnliches Weingut finden. Aus der Toskana kennst du ja die Bordeaux-Verschnitte, so diese Super-Tuscans, wie man es nennt für ein Hafergeld, und die berühmten Brunellos. Aber unbekannt ist das, was auf diesem Il Canasciale-Weingut entsteht. Ja gut, der Weg zu der Besitzerin Bettina Rogoski. Nein, nicht links, vor rechts. Ja, logisch, siehst du ja, rechts, oder? Immer das kleine Kreuze noch, das sind wir Wegweiser. Also der Mann kennt die Strecke aus dem FF. Falls wirklich jemand gerade auf dem Weg in die Toskana ist, bitteschön, hier ist die passende Musik. Hallo? Das ist ja eine Überraschung. Ja, ich hab gar keinen Besuch erwartet. Und mit so einem Auto, das gibt's überhaupt noch. Na, also das gefällt mir sehr gut. Von meinem Opa, das Auto. Na, also ich bin beeindruckt. Und von wann ist das Modell? Baujahr 83. 83. Naja, also für uns ist 85, 86 ein ganz besonders wichtiges Datum gewesen. Ne? Weil? Da war der Riesenfrost überall in Europa. Und da sind unsere Oliven abgefroren. Und danach haben wir überhaupt erst eine Genehmigung gekriegt, einen Weinberg anzulegen. Und hat funktioniert, glaube ich, ja? Ja, doch. Wenn Sie das bis München wissen, scheint es doch sehr bekannt zu sein. Wenn man informiert ist. Der hat unbedingt etwas Besonderes. Es ist ein sehr rarer Wein. Nennen wir es eine autochthone Rebsorte, die nur hier wächst und hier nur bei uns vinifiziert wird. Autochthon, auch ich muss manchmal stolpern bei dem Begriff. Weder in Italien noch Europa noch sonst ist diese Rebsorte angebaut worden. Hier auf diesem Hügel. Nur Sie haben diese. Ja. Das ist besonders. Ja, das ist es auch. Da wäre ja noch viel weiter gefahren. 1972 erwerben die Rogoskis das Anwesen Il Canasciale, hoch auf den letzten Hügeln im Osten des Chianti. So verfallen innen drin das Haus aussah, das war Liebe auf den ersten Blick. Wolf Rogoski entwickelt damals Werbekampagnen, steht dafür ab und an sogar Modell. In den 60er Jahren entdeckte der italienische Agronom Bordini die bis dahin unbekannte Rebsorte Caberlot. Mitte der 80er Jahre verkauft er dem deutschen Ehepaar 3500 Stecklinge mit der Bedingung, die Reben nur auf Il Canasciale anzupflanzen. Daran halten sich die Rogoskis bis heute. Nach dem Tod ihres Mannes übernimmt Bettina die Leitung. Jetzt führt sie es zusammen mit Sohn Moritz. Das Familienweingut produziert gerade einmal 3000 Flaschen dieses außergewöhnlichen Rotweines. Dieser kleine Weinberg, ich nenne das immer ein Fazzoletto, ein Taschentuch von einem Weinberg, das wurde unser erster Weinberg. Peter, ich bringe dir einen Besucher in diesen Weinberg. Habe die Ehre, Schmidt. Habe die Ehre, Peter Schilling. Sie wissen, um was es sich hier handelt. Ich habe es gerade erfahren, es ist im Prinzip eine Rebsorte, richtig? Die Rebsorte heißt Caberlot, eine natürlich entstandene Kreuzung, von ihm gemacht, aus Cabernet Franc und Merlot. Merlot, Cabernet, Caberlot. Und hier fing das an in diesem Weinberg mit 3000 Quadratmetern. Und sind heute bei 6 Lagen. Wir suchen ständig, haben aber gelernt, sie nie von der Kirche zu pachten. Weil? Weil die Terrors sind zu Tode gedüngt. Kaufen sie aber nicht von der Kirche. Verstehe schon, gut. Ja, aber auf den 6 Lagen die eine Rebsorte? Ja. Und die verteilen sie nämlich auf verschiedene Höhen, auf verschiedene Terroirs und auch verschiedene Erziehungssysteme. Die Stangerl, ist das Rebstock? Nein. Das ist eine Einzelfallerziehung. Wir binden dann die Triebe, wenn sie eine gewisse Höhe erreicht haben, zusammen. Ja. Wollen Sie mal sehen, wie? Dann nimmt man die Pflanze in den Arm und bindet. Oder nochmal in den Arm. Aber das ist scharf. Ja, das kann man wohl sagen. Ja. Und das schmeckt man, gell? Aber natürlich. Ich hoffe es. Wie viele von denen Weinkeller habt ihr, oder? Nur diesen hier. Das ist die ganze Produktion von 2016. Das ist ein bisschen größer. 22 Länder auf aller Welt.
Mehr, also mehr gibt's nicht. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine. Herr Schmidt, ich würde sagen, es gibt bei uns eine Tradition, im Weinkeller gibt es nur per Du. Okay. Ich bin der Peter. Gut, dann bin ich Max. Wir bauen alle getrennt und vinifizieren alle getrennt aus und vermählen dann am Schluss diese Klaviatur der Lagen zum Gesamtkunstwerk. Die anderen Rebsorten haben ja eine lange Tradition, sage ich jetzt einmal. Das ist ja jetzt eine, ich sage mal, junge Rebsorte, oder? Richtig. Das Problem an der Geschichte ist, wir können uns nicht mit irgendwelchen Kollegen austauschen, sondern wir müssen die ganze Forschung im eigenen Betrieb entwickeln. Ja. Das heißt, wir wachsen jedes Jahr am Erfahrungshorizont etwas weiter, aber es braucht halt Zeit. Wenn jemand Riesling anbaut oder blaue Spätburgunder und hat 600 Jahre Zisterziensermönche mit Erfahrung hinten dran, dann ist das relativ einfach. Bei uns nicht. Kommst in 250 Jahren wieder hier in den Keller und dann kann ich dir mehr erzählen. So machen wir es. Dann bin ich in 250 Jahren wieder da. Was charakteristisch ist, merkst du das, ist dieser weiße Pfeffer. Diese Pfeffernoten. Der Wein ist ein Italiener. Ja. Ist er? Ein Ferrari reinrassig, ja. Ganz klar. Rot ist er, tatsächlich. Rot ist er. Das ist die Selva. Und hier sind wir in der Romagna. Vincaie. Pirelli. Pirelli. Das ist jetzt Fass Nummer 5, richtig? Das ist Nummer 6. Nummer 6, ah, ja. Jetzt haben wir schon. Das ist die jüngste Lage, das ist ihr Erstertrag. Die haben wir 2013 gepflanzt. Sogar als Tantris in München haben sie die Flaschen verkauft. Das ist das Buch zum Wein. Zum Wein. 1988 von 001 bis 350. Das waren die ersten Flaschen, die wir produziert hatten. Das heißt, dass jede Flasche handnummeriert ist? Die ist handnummeriert, das mache ich. Das ist etwas mühsam. Inzwischen bin ich so bei 3600, kommt auf den Jahrgang an. Wir sind sehr, sehr langsam gewachsen. Aber so wussten wir, dass wir jedes Ding unter unserer Kontrolle hatten. Das heißt, wenn irgendwo eine Flasche auftaucht, kann man sagen, wer hat die gekauft? Wer hat die gekauft? Das ist natürlich das erste Buch und da gibt es inzwischen die Folgen davon. Da ist das Kreuzel auch drauf. Das Kreuz, das ist ja quasi, weil die Kreuzung der Rebsorten? Die Kreuzung der Rebsorten sollte auch im Vordergrund stehen und natürlich auch das Visuelle. Wir haben 100 Kreuze, die ein Freund von uns, Gerd Hiebler, ein Grafiker, gemalt hat. Das Schöne ist, wir wechseln jedes Jahr das Kreuz. Die Dichte des Kreuzes, der Farbe, sollte ein bisschen dem Wein entsprechen. Das ist ein lustiger Herr. Andere Herrschaften haben da ihren Adelswappen. Wir haben zwar kein Adelswappen, aber wir haben diesen Herrn. Wir nennen ihn manchmal den Schnabellino. Das bezieht sich auf meinen Mädchennamen. Der Schnabel war. Ja, genau. Bettina Schnabellino. Ja, so ungefähr. Nein, ich hieß nur Bettina Schnabel, natürlich. Okay. Mein Mann hat sich den ausgedacht, nicht? Und dann Freunden gesagt, macht mal. Er wusste, dass wir etwas geschaffen hatten, was es wert war, all diese Anstrengungen. Selbstverständlich habe ich das weiter betrieben und getrieben. Angenommen, in so einem Buch wird auch also mein Name drinstehen? Ja, Sie können wählen zwischen ein bisschen üppiger oder ein bisschen eleganter. Naja, was? Ja, okay. Oder? Bisschen üppiger. Gut. Das ist eine wirklich wunderbare Frau, diese Bettina Rogoski. So? Da hat er recht, Herr Stiegelmeier. Eine sehr nette Frau. Ja, und wo er recht hat, hat er recht. Und einen guten Tipp, wo man gut essen kann, hat er auch, der Stiegelmeier. Das Officina San Pancrazio. Schaut von außen und von innen immer nur aus wie eine alte Autowerkstatt. Mittlerweile hat Besitzer Yves die Hebebühne aber durch einen großen Grill ersetzt. Mit großem Fleisch drauf. La sua bistecca e buon appetito. Oh, bistecca fiorentina, boah, das schmecke gleich selber noch. Das ist klar wieder. Schieder, oder? Servus. So, jetzt fahrst einfach weiter in den Süden der Toskana. Von dort kommt ein anderer großer Rotwein Italiens, hast sicher schon mal gehört, der Brunello di Montalcino. Montalcino? Genau, zum Weingut Salicutti. Hat auch wieder eine besondere Geschichte. 1994 kauft Francesco Leanza das Weingut Salicutti von den Vorbesitzern.
Auf genau 11 Hektar will der Chemiker aus Florenz Wein anbauen. Es ist der erste Betrieb in Montalcino, der mit seinen Lagen Teatro, Bagione und Sorgente auf biologischen Weinbau umstellt. 2015 will sich Francesco selbst ohne Nachkommen zur Ruhe setzen. Die Bauunternehmerfamilie Eichbauer, unter anderem Besitzer des Sterne-Restaurants Tantris, übernimmt den Hof samt Gutsmannschaft. Montalcino ist nur gute 2 Stunden von Rom entfernt, also schon ganz im Süden der Toskana. Und hier wächst ein anderer, großer Rotwein Italiens, der Brunello di Montalcino. Im Jahr 2009 haben Felix und Sabine Eichbauer zum ersten Mal den Brunello in ihrem Lokal im Tantris getrunken. Warte. Ich glaube, die reden über uns. Und in der Toskana das Weingut weiterführen. Das lohnt sich zum Hefern. Da kommt eh keiner. Die beiden kommen ja aus München, man spricht also Deutsch. Also im Tantris trinkt man Wein, deswegen ist klar, dass man... Bräuchte man auch ein Weinberg Weingut. Und ein Weingut. Die Ambition war in der Familie immer da. Und als ich dann die Chance gegeben hatte, dass der Francesco Lerzer Nachfolger gesucht hat, haben wir natürlich gleich zugeschlagen. Aber es macht natürlich keinen Sinn, dass man meint, jetzt 1000 Flaschen Brunello im Jahr im Tantris zu verkaufen. Also ich sehe die Synergie eher darin, dass wir die Mitarbeiter schulen können, dass wir die Sommeliers hierher schicken können und dass wir unser Verständnis von Wein und Weinbau natürlich schärfen können. Also bloß wenn man jetzt was kauft, ist man ja nicht gleich Winzer. Ich meine, die haben ja teilweise man muss eine Prüfung Generationen, machen. Erfahrung und so weiter. Absolut. Ich mache gerade die Bauernprüfung tatsächlich. Die brauche ich, damit das hier ein Agrarbetrieb ist. Und warum du und nicht du? Sie kann besser Italienisch. Ach so. Das ist der Rosso di Montalcino, 100% Sangiovese. Ich finde eben gerade 100% Sangiovese, der nicht verschnitten ist, ist natürlich der Inbegriff Italiens. Eine gewisse Feurigkeit im Boden, eine gewisse Schmutzigkeit der Erde, das riecht man im 100%igen Sangiovese. Schmutzigkeit der Erde. Sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl. Wie lange konnte ich sowas aufheben? Ab 10 Jahren hat er einen Höhepunkt, würde ich sagen. Aber den kann man wunderbar 20, 30, 50 Jahre aufheben. Ja. Überhaupt kein Problem. Echt so lang? Mhm. Bin ja schon tot. Müsst ihr dann das ganze Jahr da sein? Wir wollen schon, wenn die Kinder so weit sind, einmal ein ganzes Schuljahr hier verbringen, um den gesamten Zyklus des Jahres mitzuerleben. Natürlich, wir müssen in München noch unsere Betriebe betreuen, aber wir werden schon sehr, sehr viel Zeit hier verbringen. Ja. Uns mehr mit dem Wein und mit dem Weinbau zu beschäftigen und viel zu lernen hier vor allem. Vielen Dank, lieber Herbert Stiegelmeier, wie immer eine Freude. Und wenn jetzt nicht wenigstens einer darüber nachdenkt, in die Toskana aufzubrechen, und zwar schnell. Naja gut, Stefan, es gab ja auch noch Frankreich und da das Burgund. Wow. Fantastisch, großartige Rot- und Weißweine, Chardonnay, Pinot Noir, ein Wahnsinnstipp. Die kleinen Dörfer, jetzt haben die Winzer noch Zeit, ist nicht so heiß. Ein Traum.